geht's los. Vielleicht muss ich den auch töten, damit es weitergeht. Ich jetzt mal versuchen. Scheiße. Wir haben Alarm geschlagen. Wir haben was da unter einem Stein. Können nichts mehr tun. Wo hat er mich denn gesehen? Wer hat mich denn gesehen? Okay, wir müssen auf Hans Signal warten. Wir hätten doch einen Todescounter einfügen sollen. Gott sei mit dir, Heinrich. Erledigen die Schildwachen. Wartet hier. Hab ich mich jetzt erschrocken? Ich dachte, wir wären jetzt schon aufgeflogen. Worauf warten Sie denn? Schnell verflixt nochmal. Worauf warten Sie denn? Wer soll ich das wissen? Die frage ich eigentlich. Schnell und achte auf das Licht auf den Zinn. Ja, ich achte auf nichts anderes. Ich hätte mal noch eine Stunde warten sollen, bis die Sonne ganz untergegangen ist. Aber nun ist auch egal. Schleichi, 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 schleich. Why? Why? Ich verstehe nicht, why? Miau, erster. Dann erzählt Ishtwan die Geschichten und wir sind die Angeschmierten. Was passiert, wenn ich mich da hinstelle, wo die Leiter hinstellen wollen? Die laufen einfach durch mich durch. Hallo? Hallo? Du auch hier? Wie viele Retterschnäpse haben wir denn noch? Frag für einen Freund. Zwei Stück. Aber warum sind die ausgegraut? Worauf warten Sie denn? Schnell, perplex nochmal. Worauf warten Sie denn? Warum frage ich eigentlich? Ach, schweig still und achte auf das Licht auf den Zinn. Warum können wir denn keinen Retterschnaps trinken? Scheiß aufs Warten, ich erklimme die Mauer. It's your turn. Und wichtiger Nebencharakter.
einmal. Können wir jetzt noch Ritterschnaps trinken? Nee. Rabenschnabel. Deine Kiste war ja nichts Spannendes. Vorsicht, alle Türen führen zum Vorplatz. Wenn auch nur einer von ihnen pissen geht, wird er uns sehen. Alle Türen. Ruhig, wir sind fast da. Wir dürfen das jetzt so kurz vom Ziel nicht versauen. Ich bin doch ruhig. Hier links in dem Hofgebäude. Auch nichts Spannendes. Geduld. Er ist am Zug. Herrgott! Leg deinen Arsch, verdammt! Gleich geht's los. Ich weiß halt noch nicht so ganz, was von mir erwartet wird. Irgendwann den Tölpel zu töten. Ich trage die mal hier vorne in den Schatten. Schlafen und speichern? Trödle nicht. Wo ist Herr Ratzig? Und Herrin Stephanie? Herrin Stephanie? Sie ist nicht hier. Wird wohl woanders festgehalten. Wo? Wo wird sie festgehalten? Und wo ist Herr Ratzig? Die Herrin könnte in ihrer Kammer sein. Wir wissen nichts. Sie haben uns zusammengetrieben und gesagt, wir sollen uns nicht rühren. Gott behüte dich. Sprich ihm. Okay, okay. Wir kommen der Sache näher. Wir hätten ihn ansprechen müssen vorhin. Verdammt, wir kehren mit leeren Händen zurück. Ich dachte, wir bekämen das hin. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht ohne meinen Vater und Herrin Stephanie. Und wie sollen wir sie finden? Sie sind nicht in den Ställen oder irgendwo in der Nähe. Willst du dich in den Palast schleichen, wo überall Toss Männer sind? Bezug, das ist sinnlos.
Ah, schwierig, schwierig. Wir müssen sie befreien. Wir können sie nicht zurücklassen. Es war schon schwer genug, so weit zu kommen, aber das ist Wahnsinn. Was nützt es ihnen, wenn wir gefasst werden? Dann dürfen sie uns nicht fassen. Hör zu, Heinrich. Gewöhnlich schätze ich deine Sturheit, aber das könnte uns das Leben kosten. Zumindest konnten wir die anderen retten. Du hast recht, wir können hier nichts ausrichten. Ah, ich würde es schon gern versuchen. Aber das wird nicht gut gehen. Ich bin stur. Ja, schwierig. Chat, was meint ihr? Ich sagte bereits, ich gehe nicht ohne die Geißeln. Wenn du den starkköpfigen Esel spielen willst, nur zu. Du könntest doch gleich nach deinem Schwert suchen, wenn du schon dabei bist. Du machst schließlich keine halben Sachen. Spar dir deine Reden. Hilfst du mir oder nicht? Wenn du dich umbringen willst, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Aber bevor du das tust, gib uns Zeit zu verschwinden. Komm, verschwinden wir von diesem Ort, bevor sie uns erwischen. Sakra! Scheiße! Mein Arsch! Ja, gut. Oh, verflucht. Heinrich! Ich muss ihn herausschaffen, sofort. Wenn du mich hier rausholst, höre ich auf, rumzuerzählen, was für ein Dummkopf du bist. Hey, ihr alle! Wir sammeln! Flock, Alarm! Alarm! Rasch! Sie sind uns auf den Perlen. Also dir! Schlag Alarm! Sie sind vor mir! Und ich kann nichts dagegen tun. Das ist nicht gerade komfortabel. Könntest du vorsichtiger sein? Jesus Christus! Mein Arsch bringt mich um! Hier drüben! Hey, willst du mich etwa umbringen? Wo sind alle? Schnell! Ja! Das ist nicht hier! Wahrlich. Oh je, was ist das hier? Hey, willst du mich etwa umbringen? Was sagt man dazu? Man kommt freiwillig zur Tür. Das Neiden. Ich muss hier jetzt weiter. Wenn hier einer leiden muss, dann du! Au! Scheiße, scheiße, das war's. Was nennst du kämpfen? Mehr hast du nicht drauf? Du bist tot. Zu den Waffen! Hier rüber! Verdammt! Wir sind tot. Hau du dich doch! Ich schlachte dich ab! Wer hast du dich drauf? Ja. Seid vorsichtig! Das habe ich gestern Abend deine Frau auch gefragt. Das wird mir eine Freude. Wieso sterbe ich denn nicht? Wundere ich mich gerade. Ich meine, ne? Ich kann mich auch nicht bewegen, ne?
irgendwo ein Bug zu sein. Okay. Wieso sterbe ich denn? Was passiert hier? Was passiert hier? Ah, okay. Haha, okay. Von wo starten wir denn? Wir starten bestimmt wieder von ganz von vorne, ne? Oh, verflucht. Nee. Ich muss ihn herausschaffen, sofort. Wirklich? Zu den Waffen! Hier rüber! Wenn du dich nicht sputest, stechen sie dir direkt unter meiner Nase in den Rücken. Schnell! Lauf um Himmels Willen! Rück nämlich nicht so durch! Lauf um Himmels Willen! Rück nämlich nicht so durch! Ah, okay, wir sollen auch gar nicht kämpfen, wir sollen flüchten. Okay. Das war nicht gerade ruhmreich, was? Wohl wahr, eine Schmach. Sie drängten uns zurück, noch bevor wir etwas tun konnten. Das ist schlimmer als der Tod. So weit würde ich nicht gehen. Wir mussten es versuchen. Wenn wir obsiegt hätten. Wenn Schweine fliegen könnten. Ich weiß, es nagt an dir, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir befreien die Geiseln und hängen den Bastard. Nächtlich Überfall abgeschlossen. Also doch belagern. Robert, mir scheint, als gingen uns die Optionen aus. Wir haben nicht genug Männer, um die Mauern mit Leitern zu erklimmen. Und schon genug Verluste erlitten. Thalenberg lässt sich nur durch eine List oder ein großes Heer erobern. Ersteres schlug fehl und ein großes Heer haben wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einen Tribok zu bauen. Um meine eigenen Mauern niederzureißen. Wo ist Meister Pfeffer? Er wartet. Wir ließen ihn schnellstmöglich. Hol ihn her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ist ein Tribok? Herr Devish? Du wirst mir einen Tribok bauen, Meister Tobias. Sagtest du Tribok, mein Herr? Das ist, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wir müssen Thalenberg zurückerobern. Ja, natürlich, Herr, das verstehe ich. Und du bist der beste Konstrukteur, den es in diesem ganzen Lehen gibt. Oh, dann danke ich dir, mein Herr. Ich, habe nur noch nie vorher einen Tribok gebaut. Das könnte ein wenig dauern. Dann geh sofort ans Werk. Bernhard wird den Schlachtplan mit dir durchgehen. Nun, ich, puh. Nun, Meister Tobias, du hast viel zu tun und wenig Zeit. Ich will dich nicht länger aufhalten. Natürlich. Laber nicht, mach. Ich verstehe. Danke, mein Herr. Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den anderen Lagern aus? So gut es eben geht unter diesen Umständen. Es sind noch viele Dinge zu tun, aber wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Nein, haben wir nicht. Heinrich? Ja, Herr. Ich möchte
möchte, dass du bei den Vorbereitungen in den anderen Lagern behilflich bist. Natürlich, Herr. Robert wird dich anweisen. Du kannst jetzt gehen. Das interessiert mich jetzt. Was ist denn ein Tribok? Der Tribok war eine Belagerungswaffe, die gegnerische Truppenformation zerstreuen und Tore sowie Befestigungsanlagen einreißen konnte. Es sah zwar wie ein Katapult aus Durchsammelmechanismus an, dass die Hauptrichtung umfasste einen Hebelmechanismus mit einem Gegengewicht auf. Ach so. Die waren das. Sprich mit Hauptmann Rupert. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal wieder an. Okay, wo Robert? Was soll ich machen? Spitz die Ohren. Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen. Und viele Verwundete. Darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divish zu Pfeffer sagte? Unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Er schafft das. Er schafft das. Er war für die gesamte Minenanlage in Scarlets verantwortlich. Was ist da schon ein Tribok? Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt. Wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. Wie erobern? Wie geht es, Herr Robert? Benötigst du Hilfe? Kannst du noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Dann sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Okay. Lebe wohl. Oh Gott, oh Gott. Hör dich in den Lagern um, ob jemand Hilfe benötigt. Bei Bernard, sprich mit dem Quartiermeister. Frage die Köhler. Dann lass uns doch mit B anfangen. Bist du Pfeffer? Sieh das nicht im Licht? Da ist er doch. Nehmen wir den. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Die Frage ist, was brauchst du? Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Tribok bauen. Ganz recht. Einen Tribok, der die Mauern Tallenbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Das weiß ich schon über Kriegsgerät. Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau.
Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Wer ist dieser Konrad Kieser? Konrad Kieser? Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt, zusammen mit Sigismund. Okay. Mit Sigismund? Zusammen mit Sigismund? Nicht so schnell. Nach der Schlacht stritten sie sich, weil Konrad ihm die Schuld für die Niederlage gab. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Ganz recht. Deshalb wurde Konrad aus Prag verbannt und ließ sich in der Burg Bettler nieder. Dass immer alle irgendeinen Sündenbock brauchen, damit die Schuld nicht auf sie selber fällt. Aber was macht er hier? Aber was macht er hier in Sasau? Er wurde hergeschickt, um beim Bau des Klosters zu helfen. Zweifelsohne mussten sie dafür tief in die Tasche greifen. Ich helfe dir. Nun gut, ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Trebock doch noch. Bis später. Genie und Wahnsinn. Spiel gespeichert. Das liegt immer nah beieinander. So, Konrad Kieser am Sassauer Kloster. Meilenweit entfernt. So viel Zeit haben wir doch gar nicht. Okay, dann lass uns erstmal zu Hauptmann Bernhard. Müde sind wir denn? Sattheit, Energie, Gesundheit. Noch ziemlich energiegeladen. Oh no, sag bloß, jetzt kommen wir hier nicht durch, weil... Nee? Klappt. Mit dir wollte ich reden. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Und zwar... Haben wir genügend zu essen? Wie sieht es mit den Essensvorräten aus? Wer will das wissen? Einer der Herren? Nein, nein, ich frage mich bloß, ob es euch an irgendetwas mangelt. Hört, hört, der junge Herr fragt sich, ob es uns an was mangelt. Tja, ehrlich gesagt haben wir kaum noch Fleisch über. Die schleppen zwar oft genug welches an, aber nie so viel, wie sie sollten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Redet ja jeder davon. Die Jäger tun, was sie können. Kommen aber nicht hinterher. Falls du ihnen aushelfen kannst, bring das Fleisch her. Ich kümmere mich um den Rest. Gut, ich behalte es im Hinterkopf. Wie sieht's mit Bier aus? Haben wir Bier? Ein Wunschtraum. Das Bier ist alle und die örtliche Schenke haben wir auch leer gesoffen. Ach, klingt übel. Was du nicht sagst. Und Bier kann man auch nicht jagen. Aber wenn du zufällig weißt, wo man welches herbekommt, raus damit. Könnte eine Erfrischung vertragen. Ja, und die Jungs auch. Okay, ist notiert. Gott behüte Sollte dich. Bei den hiesigen Wirtshäusern nachfragen. Habe ich denn Fleisch bei mir? Doch auf. Ich habe hier etwas Fleisch. Leg es dorthin. Was soll das? Du sagtest, du bringst uns Fleisch. Alles Gute. Ebenso, ebenso.
Ey, du Schlafmütze. Nee, morgen 7 Uhr. Steh auf! Was liegst du hier rum? Verpiss dich! Jetzt kann ich ja nicht mit Bernhard reden. Der ist verrückt. Mich im Regen. Okay, Bernhard ist wach. Frage ist, wo hat er sich versteckt? Hast du deinen Schlaf aus? Wie schlagen sich die Männer so? Ein einziges Lumpenpack. Die Hauswärtigen wollen nach Hause und die Ortsansässigen können nirgendwo hin. Also stänkern sie alle. Machen sie dir Ärger? Keinen Ärger an sich. Ein paar habe ich schlafend bei der Wache erwischt. Aber nichts, das ich nicht mit ein paar Peitschenhieben ausmerzen ließe. Es könnte eine einfachere Lösung geben. Jemandem den Arsch zu versohlen ist einfach genug. Wenn du einen verbläust, merken sich's die anderen. Und wenn sie's vergessen, mach's nochmal. Aber dann hast du verwundete Männer. Ich habe da eher an einen Trunk gedacht. Wäre mir neu, dass Quacksalberei die Moral der Männer steigert. Aber Teufel noch eins, sie könnten wahrlich was gebrauchen, das ihnen den Schnaps austreibt und die Augen offen hält. Finde heraus, ob ein Kräuterweib einen Trank brauen kann. Wie geht es dir denn? Wie geht es dir, Herr Berner? Wie soll es mir schon gehen? Wir sitzen hier unter der Burg und den ganzen Tag lang werden Steine gehauen. Meine Ohren dröhnen, als hätte mir einer auf den Kopf geschlagen. Seit dem nächtlichen Angriff klingeln meine Ohren auch. Das war ein Reinfall. Aber die haben trotzdem Schwein gehabt. Hätte schlimmer kommen können. Obwohl ein bisschen Übung vielleicht auch nicht schlecht gewesen wäre. Fleisch. Dann lass es erstmal. Richtung Norden. Ach, was soll's. Ich rede erst mit Herr Diebisch, bevor ich zweimal in den Norden muss. Wenn ich jetzt in den Norden spreche, dann mit Diebisch, der mir sagt, ich soll nochmal in den Norden laufen.
könnten natürlich auch... Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Dich habe ich heute noch gar nicht begrüßt. Feiner Hund. So ist's recht. Ich habe nichts zu essen für ihn, ne? Ganz lecker. Doch. Das schmeckt, wa? Lass uns jagen. Hase. Ich brauche 200 Fleisch. Überleg dir was. Au. Ah. Noch ein Lager. Herr Diebisch. Zu dir wollte ich. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wie fühlst du dich, Herr Diebisch? Wie geht's der Schulter? Ging mir schon besser, Junge. Ja. Ich fühle mich schrecklich. Meine Schulter schmerzt. Lass deine Wunde versorgen und dir geht es bald besser. Das ist es nicht. Ich fühle mich einfach. Heinrich, kannst du mir einen Gefallen tun? War ja klar. Ein Pfarrer und ein Arzt. Der nächste ist in Rodner. Aber ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Und dann gibt es einen in Uschitze. Wie hieß er noch gleich? Godwin. Aber wozu benötigst du einen Pfarrer? Die Wunde wird heilen, insbesondere wenn ein Mönch sie versorgt. Es geht nicht um mich. Viele der Männer werden den morgigen Tag nicht erleben, die alten Toten. Ich muss beichten. Gott sei mit dir. Habe ich nur einen Tag Zeit, um die Quest zu erfüllen? Ich glaube ja, ne? Frag die Köhler, ob sie Pech entbehren könnten. A ist Fleisch. B, C, D. Die kann ich nur da oben machen. Und F. Dann reden wir erst mit den Köhlern. Es tun. Ja.
Jäger! Bist du den Köter? Du sollst Wild jagen. Lass uns jagen. Hase. Dass er nicht einmal das macht, was er machen soll. Okay, hallo zusammen. Ich benötige Pech. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Habt ihr Pech? Ich bin auf der Suche nach Pech für Talmberg. Jetzt schon? Was ist mit dem, das wir bereitgestellt haben? Keine Ahnung, und das spielt auch keine Rolle. Habt ihr welches oder nicht? Ja, es gab einen Käufer, aber der hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Wozu brauchst du es? Eine Bande Briganten nahm Talmberg ein und wir belagern es nun. Wir könnten das Pech gut gebrauchen. Oh, das ist nicht bis hierher durchgedrungen. Na schön, nimm es. Du hast uns damals mit diesem Rotschopf geholfen. Und immerhin ist es für unseren Lehnsherrn Divisch, nicht? Wenn du es selbst schleppen willst, nur zu. Ich kann aber auch jemanden holen, der es euch bringt. Hab Dank. Gott segne dich. Möge Gott über dich wachen. Sagt dem Quartiermeister. Wo ist denn der Quartiermeister? Hier ist aber kein G eingezeichnet. Halt sagt dem Quartiermeister, dass jemand das Pech abholen soll. Ach so.
Ah, okay. Der A wurde jetzt gerade zum G. Ich folgendes. B war. Da wir jetzt eh schon hier unten sind, macht es eigentlich mehr Sinn, als erstes nach Sassau zu reiten? Okay, hier vorne über die Brücke. Schau mal, wie weit wir kommen, wenn wir einfach querfeldein reiten. Ich hoffe, dass wir in den Wäldern jetzt irgendein Tier begegnen. Gewittert hat's auch noch. Und ist K.O. von der Jagd? Ohne was gejagt zu haben? Weiß nicht, was ich davon halten soll. Wildstock. Wie ist denn der Tag jetzt? 11 Uhr. Hier sind halt ganz viele Hühner, ne?
4. 5. 6. 7. 8. Ich kann auch nicht 200 Hühner töten. Hühner laufen hier auch gar nicht rum. Doch auf. Sag mal so, 20 Hühner haben wir schon. Lass uns jagen. Hase. Spannend, ob mir jetzt was bringt. Ich hatte davon was und wir sind einfach nur weggeritten. Nein. Na, soll sich nicht waschen. Das Huhn aufheben. Der Händler. Fleisch. Forelle. Zwei Hasenfleisch. Enorm. Vergiss es. Sind wir denn jetzt hier? Beaver? Vielleicht kann Marianka uns da helfen. Gott sei mit. Nee.